Also mein Name ist Paul Seidel. Ich habe vor, das ist exakt 18 Jahre her, zusammen mit Horst Huber und Gabi Siegert die Firma Werk 2 gegründet. Damals waren wir zu dritt, jetzt sind wir, ich weiß nicht, ich kenne längst nicht mehr alle. Jedenfalls ganz schön viele. Und der Print Day ist inzwischen ja eine ziemlich eingeführte Veranstaltung, auf der sich viele Leute treffen. Ich komme immer gerne hierher, weil ich auch, ich bin Programmierer. Ich sehe niemanden. Wenn ich Kontakt mit den Leuten habe, Gesichter vor mir habe, mit den Leuten geredet habe, dann fällt mir das natürlich leichter, mit den Leuten später zusammenzuarbeiten, Lösungen zu finden für Probleme, die auftreten. Für mich ist das ein sehr schöner Tag hier, um Leute kennenzulernen und um zu zeigen, was wir auch gemacht haben in der ganzen Zeit. Für unsere Kunden und Partner ist es natürlich sehr schön, uns direkt kennenzulernen, Neuigkeiten aus erster Hand zu bekommen. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, Kontakt mit den Leuten, die man normalerweise online, wie jetzt bei Corona, oder nur über ein Bug-Tracking-System, über manchmal auch schwierige Diskussionen kennenzulernen und zu merken, die sind eigentlich ganz nett. Man kann mit denen zusammenarbeiten. Für mich ist das extrem hilfreich, wenn ich hier Leute kennenlerne und über die Jahre mit einigen ist man auch ganz gut eine Art befreundet. Jedenfalls ist man den Leuten doch dadurch wesentlich näher gekommen. Und das macht das Ganze, es ist so ein Modewort, Networking, aber es macht wirklich ein Netzwerk, in dem man sich dann irgendwie gehalten fühlt und indem man auch seinen eigenen Platz hat, in dem man also irgendwie agieren kann. Die Firma Werk 2 verkauft ein großes Programm. Wir können das vergleichen mit einem schicken Auto. Es hat eine schöne Karosserie. Was wir machen, ist der Motor. Und ich denke, jeder Fahrer sollte zumindest wissen, was sein Motor leisten kann, wie der aussieht, was der Motor vielleicht auch nicht leisten kann oder was der Motor leisten könnte, wenn man mal nachfragt. Wir stellen ja eine riesige Bandbreite von Funktionalitäten und Software, eine große Hülle von Tools zur Verfügung, mit den Kunden arbeiten können. Letztlich muss da irgendwas Sichtbares rauskommen, PDF, Druckerzeugnisse, ein Ergebnis. Was wir machen, ist die unterste Ebene der Berechnung. Wir machen die Plugins, das heißt Plugins, die Software für InDesign, Illustrator und unseren eigenen Renderer heißt das Verfahren, was aus Computer lesbaren Text macht. Unsere Abteilung, wir produzieren diese unterste Schicht der Behandlung. Deswegen ist das für jeden, der was damit zu tun hat, finde ich, extrem wichtig, um zu wissen, wie sieht mein Werkzeug eigentlich aus? Was kann mein Motor leisten? Es ist schön, dass ich eine schicke Karosserie habe, aber was unter der Haube steckt, finde ich, ist mindestens genauso wichtig. Deswegen ist es eigentlich für jeden, auch eigentlich aus meiner Sicht für Entscheider, ganz wichtig und möglicherweise auch hilfreich zu sehen, was geht, was wird möglicherweise gehen, was wird vielleicht nicht gehen, vielleicht gibt es Anregungen, Fragen. Also ich denke, es ist eigentlich für jeden wichtig.